Politiker niederbrüllen. Der neueste Schrei von rechts bis links. Finanzminister Lindner versucht in Leipzig, die Politik der Bundesregierung zu erklären. Sie haben die Frage beantwortet. Es braut sich was zusammen. So, aber schön. Aber jetzt ist es sehr choreografisch aufgebaut. Jetzt kommt da vorne noch jemand Drittes, der aufsteht. Überall im Saal verteilt Fragen der Aktivisten. Das kann kein Zufall sein, oder? Wissen Sie, was Ihr Problem ist? Sie wollen nur rufen. Aber in der Demokratie stellt man nicht nur Fragen, sondern man wartet auch auf Antworten. Der zufällig anwesende Spiegel-TV-Reporter filmt mit seinem Handy. Dann wird klar, wer da stört. Die letzte Generation, bekannt geworden als Klimakleber. Jetzt der Strategiewechsel. Mir ist so viel lieber, dass ihr hier demonstriert, als dass ihr euch auf irgendwelchen Straßen festklebt und andere Bürger behindert. Die Störer und dazu noch der filmende Spiegel-TV-Reporter. Zu viel für den Herrn Minister. Lindner glaubt an die ganz große Verschwörung. Kein Witz. Ich wollte keine Antwort. Nur weil ihr Spiegel-TV-Bescheid gesagt habt, dass ihr hier seid. Nur deshalb wollt ihr jetzt eure Show fortsetzen. Journalisten Aktivismus zu unterstellen, kennt man bisher vom anderen Lager. Ihr habt jetzt für Spiegel TV genug Material gesammelt. So viel Sendezeit haben wir auch nicht. Sind die Geschichten gut, gibt's auch Sendezeit. Dieser Beitrag ist gleich zu Ende. Ihr macht Klimaschutz in eurer geschützten deutschen Wohlstandsblase. Wie die Lebenssituation in Afrika und Lateinamerika interessiert euch nicht. Argumentativ bleiben beide Seiten auf Linie, soweit wir das verstehen können. Niemand auf der Welt wird euch folgen. Die Alt-89er im Saal sind genervt. Auch dem Minister brennt jetzt die Sicherung durch. Wir sind mehr und wir haben einen längeren Atem als die. Jetzt noch ein Hinweis auf Demokratie und Marktwirtschaft. Ihr könnt protestieren, aber die Demokratie, der Rechtsstaat und die Marktwirtschaft, die Werte dieser Gesellschaft sind stärker als ihr. Ui, wie gefährlich ist das Politikerleben. Ohne Selfie glaubt's einem ja keiner zu Hause. Dann bittet Minister Lindner den Spiegel-TV-Reporter um Hilfe. So weit ist es schon. Kann Spiegel-TV, könnt ihr jetzt bitte eure Leute raus. Wir sind nicht unsere Leute. Was erlauben Lindner? Wenn Spiegel TV es will, bleiben die Klimakleberrufer still? Ich habe ja viel Erfahrung mit Störern in Veranstaltungen und das macht eine Veranstaltung lebendig. Ein Wermutstropfen gibt es nur. Ganz oft wollen Aktivisten nicht diskutieren. Das eigentlich Spannende wäre ja, ins Gespräch zu kommen. Und das passiert oftmals und auch heute ja nicht. Da wird nur geschrien und gebrüllt. Aber zu hören, was andere in der Demokratie zu sagen haben, das kommt zu kurz. Übrigens, angeblich fehlen Lindner nächstes Jahr 20 Milliarden Euro im Haushalt. Das wäre doch mal ein Thema. Aber auf uns hört ja keiner.